Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray, und wir befinden uns im Hauptquartier der Pro-Racing-Klasse und das kann nur eins bedeuten, wir legen uns endlich ein Alpha-GP-Fahrzeug zu, so heißt ja hier diese Kategorie, und ja, genau dieses Fahrzeug, was hier auch drauf abgebildet ist, werden wir uns gönnen, den RB13, den Formel-1-Wagen von Red Bull. Aus dem vergangenen Jahr, aus dem Jahr 2017. Und ja, mit der Nummer 3. Und Nummer 3 ist Daniel Ricciardo. Nicht Max Verstappen, um das jetzt einfach ein für alle Mal wieder hier richtig zu stellen. Nämlich in der Beta, in der Open Beta, habe ich mir dieses Fahrzeug auch gegönnt und habe das tatsächlich verwechselt. Denn Max Verstappen hat die 33 und Daniel Ricciardo hat die 3. Ja, alles mit 3en, da kann man auch mal durcheinander kommen. Was wir auf jeden Fall jetzt machen werden, wir werden uns das gönnen. Wir kaufen uns nicht den Proto Alpha Mark II, den werden wir sicherlich auch irgendwann mal kaufen. Aber ich dachte, ich will einen Bezug haben zu dieser ganzen Sache und dann nehmen wir einen Rennwagen, den es auch wirklich gab bzw. gibt. Und deswegen kaufen wir uns dieses Schätzelein. Wir können groß nichts dran ändern. Wie gesagt, das haben wir alles auch schon mal in einer Open Beta gemacht. Deswegen ist das jetzt nichts mega krasses, was wir noch nicht erlebt haben. So, wir kriegen neue Events, denn wir hatten das Fahrzeug noch nicht oder noch kein Fahrzeug dieser Kategorie. Und da werden wir heute auch aktiv werden in dieser Alpha Grand Prix Klasse. Und damit dürften wir jetzt so ziemlich die meisten Events freigeschaltet haben. Und wir haben natürlich auch Extreme Series Episode 5 und die werden wir ja, vielleicht in der nächsten Folge dann angehen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen und wie gut wir mit dem Fahrzeug zurechtkommen. Und bevor wir fahren, Leute, geht's nochmal ganz kurz zurück in unser Hauptquartier. Und es war ein Wunsch, dass ich das Fahrzeug nicht in der Hauptetage anpasse, sondern entsprechend in der Etage, wo auch andere Fahrzeuge sind. Deswegen verlassen wir unseren R8 hier und nutzen den Aufzug und gehen in die Garage. Und dann werden wir das Fahrzeug hier irgendwo sehen, vielleicht. Wir haben ein paar Fahrzeuge mittlerweile. Nee, steht nicht da. Dann ja, ersetzen wir doch einfach dieses hier. Fahrzeug wechseln. Wodurch? Wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. So, da steht er da. Und dann können wir jetzt mal auf Anpassen gehen. Und viel kann man nicht anpassen. Die Bremssättel, die man gar nicht sieht. Ja, also ich sehe sie nicht. Seht ihr die? Nö, sieht man nicht. Upsala. Und das war es dann auch. Also mehr kann man gar nicht anpassen, aber man kann natürlich eine andere Lackierung machen. Und da hat mich der Nutzer Stewie Panda, so heißt er zumindest mal hier auf Uplay, angeschrieben, hat gesagt, er hat ein richtig cooles Design gemacht. Das Problem ist, es gibt keine direkte Suchfunktion. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das irgendwie unter aktuell auftaucht, aber ob wir den jetzt halt so schnell finden, ist halt die Frage. Oder vielleicht Top 100, weil sein Design so hammergeil ist. Das ist jetzt natürlich die Frage. Hier haben wir schon mal das Design von Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel am Start, aber das hat er nicht gemacht. Er hat uns richtig, richtig Cooles gemacht. Ich hoffe jetzt einfach, dass sein Design. Er hat es mir gezeigt und ich fand es mega geil. Deswegen. Ja, da ist es doch schon. Ja, es ist in der Top 100 und das zu Recht. Zu Recht, zu Recht, zu Recht. Und zwar eben, er hat das Camouflage-Design gemacht, was Red Bull Anfang des Jahres gezeigt hat. Und das ist einfach so Hammer. Und deswegen, klar, das kommt auf jeden Fall drauf. Irgendwie, Stewie Panda ist in der Top 100 drin. Und hat oben auch noch kleine Werbung für ihn gemacht. Hier seht ihr, youtube.com/InventoryStewie. Ja, er hat nämlich einen eigenen YouTube-Kanal, der macht ganz viele Designs und vor allem Timelapses, so wie ich es zum Beispiel bei den Carpils macht bei Need for Speed Payback immer zwischendrin mal. So macht er nur solchen Content. Der macht richtig gute Designs. Wir haben ja auch mal einen Subaru BRZ in Payback mit dem Design versehen. Das Design war tatsächlich von ihm. Ja, also liebe Grüße an dieser Stelle und gerne die Werbung. Ich verlinke euch trotzdem den Kanal nochmal in der Videobeschreibung. Falls ich den Link vergessen sollte, ja, sagt's mir, dann verlinke ich ihn nochmal. Aber ansonsten hier seht ihr auch quasi, wo ihr ihn zu finden habt. Und er hat eine Menge coole Designs gemacht. Ja, egal, wir nehmen jetzt das Fahrzeug, beziehungsweise das Design, weil das ist schon sehr, sehr cool. So. Und dann würde ich sagen, fahren wir unsere ersten Rennen mit dem guten Teil, mit dem RB13. Aber wie geil wäre es jetzt, wenn man hier so ein V10-Geböller hätte. Ja, also immer wieder vermisse ich das. Die Fahrzeuge klingen halt einfach nicht so mega spektakulär, die aktuellen Formel 1-Boliden. Aber was soll's? Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir die ganze Chose mal an. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Wir gehen Filter, Status, nicht abgeschlossen. Und dann Disziplin gehen wir auf Alpha Grand Prix. 5 Rennen sind es an der Zahl. Und da haben wir, guck mal, da haben wir direkt Miami-Rennstrecke. Komm,
Nein, oh, jetzt wollte ich eine Route machen, da ist wir da hinfahren. Egal, jetzt haben wir die Blitzreise gemacht. Auch nicht schlimm. Es gibt eine alte Tradition oder Aberglauben bei diesem Rennen. Seit 1994 hat jeder Sieger den Pro-Racing-Titel gewonnen. Wenn du heute gewinnst, erwarten die Menschen das auch von dir. Ich empfohlen wir 290. Wir brechen das mal ab. Ich glaube, wir machen die richtige Reihenfolge, weil unser Fahrzeug wohl, glaube ich, noch zu schwach ist. Ja, man glaubt kaum, es ist zu schwach. Wir gehen doch lieber über diesen Weg hier rein. Dann können wir das auch in der richtigen Reihenfolge machen, wie es vom Schwierigkeitsgrad her vorgesehen ist. Genau, da sind wir nämlich richtig, da wird es schon schwieriger. Das ist der Schluss, das ist tatsächlich die Meisterschaft, das ist das Finale. Da habe ich ja richtig ausgewählt. Nee, wir fangen hier an. Für Puristen wie Clarence ist der Alpha Grand Prix das, was Pro Racing immer war und bleiben sollte. Er liegt falsch. Es hat sich immer entwickelt. Ja, diese alten Autos sind Klassiker, aber sie sind nicht so schnell und sicher wie die heutigen. Wandel gehört zu unserer Tradition. Ja, bin ich jetzt mal gespannt, wie wir hier gegen die Konkurrenz abschneiden können. Vor allem gegen diese Alpha Grand Prix Geschichte oder diese ja dieser Mark II Prototype, was auch immer, aber scheint ganz gut erstmal zu laufen. Da muss ich doch mehr abbremsen als gedacht. Da kommen sie jetzt natürlich. Immer Fehler meinerseits. Soll ich wieder sagen, dass ich kein Nitro einsetze? Ja, machen wir erstmal. Komm, wir machen erstmal ohne. Ich hab jetzt schon eingesetzt, ich weiß, aber ab jetzt, ja, setzen wir mal keins ein. Weil man kann es zwar als DRS-Ersatz sehen, weil DRS nicht funktioniert, aber wir probieren es erstmal ohne. Weil in der Touring Car war es eher echt ein bisschen zu einfach. Ah, guck mal, da wollte er vorbeigehen, dann sieht er dieses geile Design und fährt direkt wieder zur Seite. Das ist ja schon cool, ja? Das Design blendet. Ja, yeah, das Camouflage-Design ist der Hammer. Also, so schade, dass sie das nicht benutzt haben. Es wäre mit Abstand das geilste Auto der Saison. Nicht, dass das normale Red Bull-Design schlecht wäre, aber das ist schon... Das ist schon geil. Das ist schon geil. Mal vielleicht Cockpit-Sicht nutzen. Weil die nicht so spektakulär ist. Auch hier die Fahrhilfen nochmal, glaube ich, anpassen. Weil das ja bei jeder Kategorie wieder neu oder anders eingestellt ist. Und da ist ja meistens immer Fahrhilfen volle Pulle. Nicht, dass wir so wie bei den Hypercars erstmal die halbe Meisterschaft gefühlt fahren und dann so langsam mal merken, oh, wir könnten ja mal die Fahrhilfen ausstellen. Was ich übrigens auch getan habe, offscreen, nach der letzten Folge, wie angedeutet. Das war schlecht. Man setzt sich nicht so einfach ab. Aber ja, um sich in dem Spiel auch abzusetzen, da muss man schon fehlerfrei sein und das Auto muss auch nahezu OP sein. Ansonsten wirkt der Gummiband zu stark. Weil wir vorne eigentlich ganz locker bleiben. Autsch. Passt alles. Bisschen eingerufen aufs Fahrzeug. Aber wie man sieht, braucht man nicht dieses Alpha-Brodo-Gedöns-Fahrzeug. Es geht auch wunderbar mit dem hier. Sagte er und verkackt jetzt wahrscheinlich gleich den Schluss. Das ist zumindest mal nicht der Plan. Boah. Ja, Wand nochmal berührt, egal. Wir gewinnen's. Sehr schön. Sehr gut.
Nice. Da gibt's die ersten Upgrades für unseren Wir versuchen diesen Sport zu modernisieren. Mit neuen Events, neuen Strecken und jeder Menge Innovationen können wir ein neues Publikum anlocken. Mit der ewig alten Leier laufen wir Gefahr, es zu verlieren. Deswegen läuft es jetzt so, wie es läuft. Die Alternative ist Stagnation oder Rückentwicklung. So. Dann graden wir doch mal ab. Bis 340 kann man die Alpha Grand Prix Klasse upgraden. So, dann würde ich sagen, irgendwas wollte ich tun. Genau, Fahrhilfen. Genau, guck mal, Traktionskontrolle brauchen wir nicht. ABS, ja, haben wir eigentlich auch nicht in der Klasse. Also ESP auch nicht. Rutschhilfe lasse ich mal drin. Habe ich großartig nie einen Unterschied gemerkt, ob sie jetzt an ist oder nicht. Ups, da wollte ich eigentlich gar nicht rein. Sondern wir gehen zu Aktivitäten. Und wir machen direkt weiter zur nächsten Strecke. Denkt nochmal, was da auf uns wartet. Der Alpha Grand Prix ist das Kronjuwel der Pro-Racing-Welt. Und hier ist Clarence der König. Wenn du ihn auf seinem eigenen Grund schlagen willst, musst du mehr als dein Bestes geben. Ja, als ob. Bis jetzt war das ja noch nicht so schwierig. Go! Du wirst hier sowas von gewinnen. Was? Was, Miller? Ich werde sowas von gewinnen oder er wird sowas von gewinnen? Ich werde sowas von gewinnen, hat er gesagt. Ja, alles klar. Ja, werde ich auch. Dankeschön. Ne, aber was ich meine ist, Fahrhilfen, also, oder Traktionsrolle braucht das Ding überhaupt nicht. Hat mehr als genug Grip. Okay, jetzt war es ein bisschen kritisch, da bin ich zu früh ins Gas. Okay, okay, nur ein bisschen aufpassen. Der Clarence. Der alte schwere Nöder. So. Aber an den guten Stewie, kleiner Tipp bei den Designs. Es ist ja schon cool so, dass du dich da verewigst und auch Werbung für dich machst. Das ist jetzt so recht für die gute Arbeit, aber ein bisschen weniger jetzt auch getan, muss ich sagen. Weil wenn man sich das mal betrachtet, er hat es schon an sehr, sehr vielen Stellen draufgeschrieben. Er hat es auf dem Frontflügel, er hat es auf der Nase, er hat es auf dem Heckflügel, er hat es an der Seite. Ja. Ups. Bremsen soll ich aber nicht. Das war jetzt nicht so geil. Gerade an dir vorbeigerast. Ne! Kira 2.0, sag bloß. Jetzt fahre ich ja noch nebenbei. Okay, jetzt muss ich Gas geben. Ja, jetzt muss ich den Notgroschen zünden. Sonst wird's eng. Das wird eng. Aber jetzt hier irgendwo überholen wird nicht einfach. Du? Vorne? So läuft das bei diesem Rennen nicht. Doch, wenn ich hier meinen letzten Notgroschen zünde, dann schon. Boah, Alter, das war knapp. Da muss ich nochmal hier die Linie zufahren. Hui. Ja, ich hätte den Fehler nicht machen dürfen. Man muss fehlerfrei bleiben, das ist klar. Sonst schlagen die eiskalt zu. Piu. Du bist... Ach, egal. Dein Name tut nichts zur Sache. Wichtig ist das. Du zählst für mich nicht. Es ist mir egal, wie viele Rennen du gefahren bist oder für wie gut du dich hältst. Du hast einfach nicht das Zeug zum Champion. Also, kehre zu deinen Renndreirädern oder was auch immer du tust zurück. Hier wirst du nie gewinnen. Einen anderen Spieler können wir nicht machen. Wir sind nämlich... Upsala. Wir sind nämlich... Egal, gut. Also, dann haben wir das auch mal geklärt, dass der ein arroganter Fratzke ist. Das wurde uns ja am Anfang auch gesagt, dass der ein bisschen überheblich sein soll. Allerdings ist Kira 2.0 auch so eine überhebliche Blume. Und deswegen
Ich verdrück mich schon wieder. Deswegen passen die ja prima zusammen. Ja, sollte sie doch der Manager von ihm werden. Aber das haben wir ja schon mal thematisiert. So, jetzt sind wir eigentlich zu schwach für die nächsten, aber das ist mir sowas von egal. Machen wir trotzdem. Clarence ist letztes Jahr ein Reifen geplatzt und er hat die Mauer geküsst. Nee. Er sinnt auf Rache und wird mit Wut im Bauch fahren. Das macht ihn erbitterter und gefährlicher als je zuvor. Er sinnt auf Rache, weil ihm der Reifen geplatzt ist. Ja, auf wen will er dann Rache ausüben? Auf die Mauer? Auf den Reifen? Auf den Hersteller? Jetzt gucken wir mal. Dein Wagen zu tunen war mein Meisterwerk. Also Start gewinnen wir ohne Probleme. Oh, und die Mauer küsse ich auch schon mal. Da habe ich das auch schon mal kennengelernt. Aber ich fahre noch. Beziehungsweise, ihm ist ja der Reifen geplatzt und dann hat er die Mauer geküsst. Für mir muss kein Reifen platzen, ich küsse auch so die Mauer. Passen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz ruhig. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, Leute, heute kann ich nicht so mit der Webcam interagieren. Muss ich ganz klar sagen. Das ist jetzt so ein Phänomen von der Grund, warum ich normalerweise bei Rennspielen eigentlich keine Facecam nutze. Weil man sich einfach nonstop konzentriert und eigentlich gar nicht groß in die Cam schaut. Das muss ich jetzt leider bei den Veranstaltungen hier ein bisschen tun. Aber ansonsten, um das zu beantworten, warum ich es dann bei The Crew trotzdem tue, weil ich ja gesagt habe, Rennspiele eigentlich eher nicht. Ich sehe The Crew 2 eher als Fun-Game, anstatt alles als ein Racing-Game an. Weil man doch auch viel anderes Zeug halt macht und viel Quatsch macht. Und dann ist es ja irgendwie lustig, die Emotionen auch durchs Gesicht zu vermitteln. Und ich glaube, allein schon in diesem Let's Play gab es schon ein paar Szenen, wo es sich gelohnt hat, einfach nur mit der Gestik zu kommunizieren und gar nicht mit der Stimme. Wenn wir jetzt hier, glaube ich, braucht man es nicht unbedingt, aber ist jetzt auch nicht so wild. Und für das, dass es jetzt schwieriger sein soll, merke ich noch nichts. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte des Rennens vorbei. Das ist, wir fahren hier wohl 3 Runden. Das war jetzt nicht die Startziellinie, wo wir gerade passiert haben. Bei 50%. Ist eigentlich ein bisschen schade, dass alles in Prozent angegeben wird. Warum kann man die Rundstreckenrennen nicht einfach in Runden angeben? Finde ich viel besser. Hätte ein bisschen mehr Flair von Rennen fahren. Man sagt ja auch nicht, du hast noch 20% des Rennens zu fahren. Komm bitte an die Box bei 34% der Renndistanz. Hm? Nee, ist ja nicht so effektiv. Würde ich meinen. Bisschen verbremst. Vielleicht schaffen wir wirklich alle 5 Rennen, die hier vorgeschlagen wurden. Wäre ja schon nice. Natürlich geht es dann das Ganze noch auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Aber das jetzt mal außen vor gelassen. So, das sieht gut aus. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt nicht wieder so einen Bock missbaue wie gerade vorhin, dann sollten die gar nicht mehr rankommen. Sehr schön. Und kein einziges Mal Nitro genutzt. Es geht, es läuft, wenn man keine Fehler macht. Das darf man nicht, wenn man das Zeug zum Champion haben möchte, was ich angeblich nicht habe. Aber das schauen wir mal. 3 von 5 Rennen gewonnen. Biatch. Ja? Blume. Ja?
So, da gibt es sogar ein bisschen mehr Belohnung. Die nehme ich gerne mit. Dass wir unseren RB13 ein bisschen pimpen. Sehr schön. Kein dummes Kommentar nach dem Rennen. Alles klar. Dann auch egal. Zack, bauen wir ein. Zack und zack. Sehr schön. 909 PS haben wir jetzt. Alles klar. Ups. Ich gehe schon wieder in dieses Menü. Macht der Gewohnheit. Über das geht es eigentlich viel fixer und mal die bessere Übersicht. Und dann kommen wir zu The Giants. Und dann gehen wir doch da mal hin. Clarence ist hier, um gegen uns Sterbliche anzutreten. Sind wir nicht gesegnet? Er unterschätzt uns. Erinnern wir ihn daran, dass Technik wichtiger als ein Stammbaum ist. Egal wie beeindruckend er auch sein mag. Aber ein Stammbaum ist normalerweise der Baum, der über der Wurzel des Ursprungs ist. Oh, jetzt habe ich doch nie drüber eingesetzt. Aber nur ganz kurz. Ja, nichts gemacht. Und das, was ich gerade gesagt habe, gibt natürlich keinen Sinn. Ich wollte einfach nur auch mal so neunmal klug klingen. Wie Clarence und wie sie. Kira 2.0. Dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Das ist ihr richtiger Name. Aber für mich bleibt sie Kira 2.0. Fertig. Ist doch ganz einfach. Das war nicht gut. Gwen, geh weg. Konnte ich ja nicht brauchen. Okay, die Strecke ist ein bisschen anspruchsvoller. Finde ich gut. Mit Morgia, ja, wenn es ein bisschen anspruchsvoller ist. Gewöhne mich auch immer ein bisschen mehr an den Wagen, so wo die Bremspunkte liegen. Upsala. Das ist nämlich hier nicht unwichtig. Natürlich bringt es auch was, wenn man die Strecken kennt. Ja. Ja, bei der Strecke wie die Sicht auf San Francisco. Sogar auf die Golden Gate Bridge. Geile Strecke auf jeden Fall. Habe ich schon beim Touring Cast gesagt. Das ist immer aber eine andere Variante gefahren. Sehr gut, sehr gut. Ein bisschen zu weit raus. So, zwei Runden haben wir. Zwei Runden sind es noch. Da kommt schon das Grand Final. Mehr oder weniger. Ich denke mal, es wird noch ein Duell geben direkt gegen ihn. Weil wir müssen ja irgendwie noch... was können wir denn gewinnen nochmal bei der Klasse? Ich weiß es gar nicht. Normalerweise gibt es ja immer ein super Auto, was man gewinnen kann. Wahrscheinlich der Red Bull, oder? Jetzt habe ich den aber schon selber gekauft. Und das ist ja aber eigentlich ein Fehler im Spiel, oder nicht? Würde ich jetzt einmal mal behaupten. Weil eben bei Offroad kriegst du ja den Helikopter. Bei Freestyle das Hovercraft, was ja sowieso eine eigene Klasse wird. Bei Street Racing den P1. Aber was kriege ich denn hier? Kriege ich denn nicht den Red Bull? Weil dann wäre ja blöd. Dann habe ich ja jetzt dann schon so gekauft. Fällt mir gerade so ein. Na, egal, ich werde es noch rausfinden, beziehungsweise ihr werdet es mir sowieso spoilern in den Kommentaren. So, es geht hier langsam die Streckenbeleuchtung an, weil es hier langsam dunkel wird. Das schadet auch nicht, denn ja, wir haben keine Leuchte, logischerweise, an dem Fahrzeug. Müssen ja auch ein bisschen was sehen, aber das Rennen beenden wir jetzt sowieso. Und wir gewinnen! Hui! Bam! Läuft, würde ich sagen. Läuft! Kein Zeug zum Champion. 4 von 5 Rennen. Auch wenn eins nicht ein bisschen knapp war. Aber gewonnen ist gewonnen. Nee. So, nochmal zwei blaue Teile. Finde ich gut. Autsch. Du bist ein Sieger und ich bin stolz auf dich. Aber Sieger sein ist nicht dasselbe wie Champion sein. Du bist nah dran, aber noch nicht nah genug.
Als Champion gewinnt man nicht nur ein paar Rennen, man gewinnt sie alle. Man ist das Ziel für alle anderen Rennfahrer. Aber das macht einem nichts aus, denn man selbst ist es, der gejagt wird. Im Moment jagst du noch Clarence. Ändern wir das. Ja, danach jage ich dich, oder was? Nee, lass mal. So, gut, dann haben wir das drin, dann Aktivitäten. Den Vulcan! Alles klar, hab's rausgefunden, da sind sie ja abgebildet. Der Aston Martin Vulcan kann man gewinnen. Okay, alles klar. Dann habe ich ja nichts falsch gemacht, weil wäre auch komisch, wenn man den vorher kaufen könnte. So, dann kommen wir zum letzten Rennen in dieser Klasse. Es gibt eine alte Tradition oder Aberglauben bei diesem Rennen. Seit 1994 hat jeder Sieger den Pro Racing Titel gewonnen. Wenn du heute gewinnst, erwarten die Menschen das auch von dir. Ich liebe den Aberglauben. Ja, ich denke mal, es wird noch ein richtiges Finale geben, natürlich. Aber jetzt gewinnen wir erstmal das Rennen, dann haben wir mindestens mal in der Alpha Grand Prix Klasse die Sachen gewonnen. Und los geht's! Sehen wir, wenn man Go sagt und dann aber Deutsch bleiben möchte und dann kommt Ghost raus, ja? Oh, sorry. Jo! Hat sich das Fahrzeug aber gerade böse weggedreht oder eingedreht. Gar nicht mehr so einfach als hier zu überholen, obwohl die Strecken mega breit sind. Bleib weg. Gut. Frag mich, ob die KI auch Nitro nutzt. Also irgendwie kommt es mir so vor, als ob die das gar nicht nutzen. Aber wir nutzen es ja auch nicht. Das ist auf einmal, wie gesagt, ausnahmsweise. Und eigentlich ist es ja auch nicht verwerflich, es zu nutzen. Ich meine, das Spiel schlagt es ja einem vor. Aber so ist es doch deutlich cooler, wenn man es eben nicht nutzt. Oh, viel zu weit weg vom Scheidepunkt. Aber alles viel schneller fahren. Zwei Runden haben wir gleich. Und damit die Hälfte. Schätze ich mal. Oder? Weiß gar nicht. Oder fahren wir. Oder ist das Rennen so, eine Runde so lang? Ich habe da echt keinen Überblick. War hier die Startziellinie? Oder macht es ja auch keinen Sinn? 57% über die Linie zu fahren. Egal, es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Ne, ich glaube, wir fahren 3 Runden. Weil jetzt sind wir bei über Start-Ziellinie. 66% macht 2 Drittel. Also 3 Runden. Dann ist echt eine Runde ziemlich lang hier. Ist klar. Gut. Mal die letzten Kurven hier einigermaßen gut zu fahren. Ja, ein bisschen mit Gefühl durch die ganze Geschichte fahren. Ja, nur nicht quer aus der Kurve raus. Ah, schon wieder zu spät hier. Geht alles viel enger.
So. Die letzten Kurven. Dann haben wir es geschafft. Nice! Gewonnen! Haben wir alles richtig gemacht, würde ich sagen. Deine harte Arbeit zahlt sich aus. Ich habe Sponsoren, die schon nach dir fragen. Du machst mich echt stolz. Ja. Schön für dich. So, dann bauen wir das nochmal ein, was wir hier Neues haben. Wenn es denn besser ist als das, was schon drin ist. Sieht so aus. Jawohl. Sehr schön. Ja, und dann haben wir jetzt in den Aktivitäten, ihr seht, uns fehlt noch ein bisschen was fürs ultimative Fahrzeug. Ich denke mal, hier bei Offroad sind wir am nächsten dran. Da würde ich sagen, da machen wir das auch so ein bisschen nach der Reihenfolge. Also ich glaube, wir gehen tatsächlich dann mal das ultimative Fahrzeug dann in der Street Racing Klasse an und dann in den nächsten Kategorien. Hier müssen wir wahrscheinlich noch einige Rennen fahren. Bei Alpha Grand Prix haben wir alles geschafft. Wir können jetzt natürlich alles nochmal auf schwer machen. Ihr seht, da wird aber eine deutlich höhere Stufe empfohlen. Also von dem her, da gibt es noch mal ein bisschen was zu tun. Aber eben, wir haben ja noch hier bei den Powerbooten, da wollte ich sowieso mal noch ein neues kaufen. Touring Car können wir uns auch mal vielleicht ein anderes kaufen. Und Air Race haben wir kaum was gemacht bis jetzt. Also da fehlt uns am meisten. Also da können wir auf jeden Fall was machen. Ihr seht es ja hier, 70% müssen wir erreichen, damit wir den Champ besiegen können. Und das wird bei den anderen nicht anders sein. Das heißt, hier fehlen uns auch entsprechend noch 8%. Und dann müssen wir halt vielleicht in der Hypercar-Klasse noch mal aktiv werden. Das können wir uns ja vielleicht dann in der nächsten Folge mal anschauen. Wir haben ja auch noch einen Ferrari in der Garage stehen. Den haben wir uns ja noch gar nicht richtig angeguckt. Vielleicht machen wir das dann einfach in der morgigen Folge. Ich wäre jetzt aber auf jeden Fall raus an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis morgen. Macht's gut. Ciao.